Wenn man im Wallgäu ein Sportfest feiert, dann ordentlich. Das haben sich auch die Verantwortlichen der Gemeinde Nenzing, dann die Veranstalter rund um das Team Vorarlberg mit Thomas Kofler sowie die Mitglieder der Bürgermusik Nenzing gedacht. Und so feierte man zusammen am Tag der Arbeit oder auch am Tag der Blasmusik ein richtig tolles Fest in Nenzing. Nach dem Start der Profis zur Chibo Top Radliga um 11 Uhr standen nämlich auch die Kleinsten beim Käferle Cup im Mittelpunkt. Der Nachwuchs ist die Zukunft und auch wenn sich manch einer noch sichtlich schwer getan hat. Doch der volle Einsatz war bei allen vorhanden. Daneben spielte die Bürgermusik zur Unterhaltung für das Publikum, was das Zeug hielt, und sorgte für den musikalischen Part des Festes. Währenddessen spulten die Profis 4 Stunden lang Runde um Runde durch den Wallgau ab. Nach jeder Runde wieder raus aus Nenzing, dann über den Anstieg Schwarzer See und wieder zurück nach Nenzing. Den Festbesuchern gefiel das natürlich. Die Käferle sorgten für den unterhaltsamen Part beim Minirennen, die Musik für die gesellige Unterhaltung und die Radprofis aus 10 Nationen für das sportliche Highlight. Nenzing hat sie am 1. Mai eindrucksvoll als tolle Gastgebergemeinde präsentiert. Die vielen Rad- und Musikfans aus dem ganzen Land dankten es mit einer tollen Stimmung. Am Ende hat übrigens der Oberösterreicher Josef Benezeder vom Team WSA den spannenden Zielsprint der Chibo Top Radliga gewonnen. Und für das Team Vorarlberg gab es bei diesem Heimrennen durch Florian Bissinger den 2. Platz. So waren alle zufrieden. 3. wurde der Tscheche Peter Lechner. Interviews gibt's später.